Echo für die Ewigkeit. Das Symphoniekonzert am Donnerstag, dem 31. Oktober in der Stadthalle und am 1. November im Landestheater Eisenach. Ich freue mich, Markus Huber hier in der Runde zu haben und Alexej Baschewitsch. Und was die Aufgaben sind und warum die beide zugleich hier sitzen, das frage ich jetzt mal und sage: Zwei Dirigenten oder zwei Leiter in einem Konzert, das ist unüblich, oder? Ich gebe es an den Geiger. Sehr gerne. Ja, diese Rolle hat sich geschichtlich so entwickelt, dass es zur Barockzeit noch keine Dirigenten gab. Man hat das Orchester damals entweder vom Cembalo oder von der Geige oder vom Cello auch geleitet. Und so war das eigentlich die gängige Praxis. Und deswegen haben wir glücklicherweise in unserem Orchester auch ein Barockorchester, was in der ersten Hälfte des Konzertes auftreten wird. Und dann, wenn wir Bruckner präsentieren, dann ist das natürlich unter der Leitung von Herrn Huber das große Orchester. Warum braucht man einen Dirigenten, wenn man ihn dort nicht braucht, im Barockorchester? Naja, wenn man die Historie des Dirigenten betrachtet, dann kommen wir immer wieder auf die Person von Herrn Lully. Es geht zwar jetzt in diesem Konzert nicht um Lully, aber Lully war ja der mit einem riesigen Stock den Takt geschlagen hat. Und das war ja der erste Dirigent, der erste Taktgeber. Oder auch, da kommt ja auch diese despektierliche Meinung her über Dirigenten, das ist ja nur ein Taktschläger. Bach hat ja den Takt auch noch geschlagen, allerdings dann nur noch mit einer Papierrolle. Und dieses Geräusch wurde dann immer mehr reduziert. Und im Zuge dessen wurden natürlich die Besetzungen immer größer, immer gigantischer. Selbst zur Barockzeit brauchte es den Leiter, den Konzertmeister. So heißt er ja auch Gott sei Dank immer noch. Und der Konzertmeister hat das dann geleitet. Mozart hat es dann vom Cembalo aus geleitet, hat dann wahrscheinlich schon die eine oder andere Bewegung mit eingearbeitet. Das wissen wir nicht so ganz genau, aber wir vermuten es natürlich auch in persona Mozart. Und so ging das dann immer weiter. Es wurde immer komplexer und bei der Symphonie von Herrn Bruckner, wo wir da mit 70, 80 Menschen auf der Bühne sitzen, muss natürlich einer den Takt vorgeben. Das ist ganz klar. Und so ist das entstanden. So ist ja auch diese Querverbindung. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir sagen, zwei Dirigenten sitzen hier. Das ist nämlich eigentlich egal. Hier sitzen vor allem zwei Erzmusikanten, die das Ganze dann nach ihrem Duktus präsentieren möchten. Absolut. Ich möchte nur ergänzen, ein Name noch, der auch in Gotha sehr wichtig ist, ist, man sagt, dass der Erfinder des Taktstocks war Herr Louis Spohr, der hier von 1804 bis 1812 oder 11 hier Konzertmeister noch gewesen ist. Und später hat er den Taktstock erfunden und war damit wahrscheinlich der erste Dirigent. Im ersten Teil gibt es Bach zu hören, auch ein Violinkonzert. Und das wird aber auf einem anderen Instrument gespielt. Ist das richtig? Der ganze erste Teil wird vom Barockorchester gespielt. Und zur Barockzeit gab es wirklich andere Instrumente. Die haben sich nicht absichtlich, man hat sie nicht absichtlich verändert. Die haben sich durch die Zeit einfach verändern müssen, weil die Aufgaben, die an die Instrumente gestellt wurden, sind auch andere geworden. Die ganze Ästhetik, die ganze Herangehensweise an die Musik ist durch die Entwicklung der italienischen Oper, durch die Entstehung des Bel Canto, einfach völlig verändert worden. Die Ideale sind anders geworden. Man hat versucht, die Musik, wie das Wort schon sagt, also schöne Stimme, man hat versucht, alles schön sozusagen zu präsentieren. Und das war zur Barockzeit nicht so. Also die Ziele der Barockmusik waren andere. Wir haben jetzt zwei Instrumente hier. Soll ich ja, ein bisschen dazu ganz kurz, gerne. Was sagen? Das sind zwei Instrumente, die auf ersten Blick völlig gleich aussehen. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann sehen wir
gewisse Unterschiede. Wenn Sie hier hinschauen, das ist Griffbrett und der ist wesentlich kürzer. An welche Kamera soll ich das zeigen? Ja, der ist wesentlich kürzer als bei der modernen Geige. Die Saiten sind hier aus Darm, hier sind die aus Synthetik. Dann das Innenleben kann ich jetzt nicht zeigen, aber der Bassbalken bei der Barockgeige, das ist eine Art Feder, was die ganze Spannung vom Holz hält, ist wesentlich kürzer als bei der modernen Geige. Dann natürlich Kinnhalter fällt hier komplett. Und das verändert auch die Haltung, weil man hält die Geige wirklich nur hier in der Hand. Während man bei der modernen Geige, was man zwar nicht tun sollte, was man auch nicht tut, aber man kann das machen. Und was man bei der Geige gar nicht tun kann, weil dieses Kinnhalter einfach noch nicht erfunden wurde. Es gibt Feinstimmer, das sind zwei diese kleinen Geräte, die uns erlauben, die Geige einfacher zu stimmen. Bei der Barockgeige haben wir nur die Wirbel hier oben. Und da sind einfach technisch gesehen unterschiedliche Gegebenheiten, die vorhanden sind. Dann ist auch vielleicht interessant, die Bögen zu vergleichen. Wir haben hier einen modernen Bogen und einen Barockbogen. Und hier ist auch eine interessante Geschichte, wie der moderne Bogen erfunden wurde. Der wurde erfunden von Herrn Turt. Und das ist ungefähr die Zeit gewesen, die Zeit der Französischen Revolution. Und die Ideale der Französischen Revolution, die kennen wir. Und unter anderem die Gleichheit. Und das ist der Ursprung des modernen Bogens. Weil hier haben wir eine schwere Seite und eine leichte Seite. Das heißt, jeder Abstrich ist, wenn ich den Bogen nach unten führe, jeder Abstrich ist schwer und jeder Aufstrich ist wie ein Aufatmen. Und das ist bei diesem Bogen, dadurch, dass die Spitze und der Frosch ausgewogen sind, erlaubt es uns, unendliche Phrasen zu spielen. Also ohne dieses ständige schwer und leicht. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, der durch die Geschichte einfach in die Musik reingekommen ist. Und dadurch klingt es auch völlig anders. Es hat eine andere Atmung, es hat eine andere Artikulation, eine andere Phrasierung und andere Herangehensweise. Aber natürlich sind Bach und Bruckner beide Menschen gewesen. Und was vielleicht dieses Programm verbindet, ist auch, obwohl Bach evangelisch war und Bruckner katholisch, ist bei beiden eine tiefe Demut zu finden, die durch ihr ganzes Leben führt. Wenn wir zum Beispiel beim Violinkonzert A-Moll schauen, also der Beginn des Konzerts, ich spiele nur zwei Noten. Ja, er beginnt mit Tonika, mit der ersten Stufe und mit Subdominante. Und Subdominante ist eine vierte Stufe, die eigentlich keine wesentliche Spannung mit sich bringt. Das ist eigentlich eine sehr demütige Aussage. Wäre das zum Beispiel Vivaldi, würden wir sowas hören, sofort. Bei Bach ist ja, und dann, also es ist kein Wunsch, sofort alle in seine Bahn zu ziehen. Also kein dieser romantische Gedanke, der dann später durch Paganini und andere Teufelsgeiger in die Welt gebracht wurde. Wie ist die Klangwelt dann bei Bruckner? Ja, das lässt sich jetzt in zwei Minuten natürlich sehr schwer beschreiben. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Bruckner an sich ein. Wir haben ja das Thema vierte Sinfonie.
Bruckner hat uns eine minus einte Sinfonie, eine nullte Sinfonie, die erste, die zweite und die dritte Sinfonie als Vorgaben gegeben und sich selbst. Und er hat sich da schon relativ stark gefunden in der Dimension, in der Verarbeitung der Themen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Lokale, aber da komme ich gleich noch drauf. Und plötzlich kommt er nach seiner dritten Sinfonie, die sehr strukturell ist, die ich habe sie vorher, wir haben in unserem Vorgespräch, als sehr stark dem Barockduktus auch noch untergeordnet. Auch übrigens, wenn man's spielt, auch in der Spielweise, in der Artikulation, in der Bogenverwendung, trotz der modernen Instrumente, doch sehr stark auf den Barockduktus bezogen. Und jetzt gibt es diesen Quantensprung, diesen Schnitt. Jetzt erfindet er etwas für sich. Er lässt diese Sinfonie beginnen mit einem Klang, den man mehr spürt als hört. Und die Fachleute bezeichnen das als den Brucknerschen Urnebel. Also Urnebel, das sagt ja schon alles, der Urnebel, das geht also auf... Wir können das leider alles jetzt nicht thematisieren im Detail, es wäre sehr schön. Aber aus diesem Urnebel, also aus dieser... Wenn aus diesem Tagesanfang, der mit herbstlich, wir haben es ja jetzt auch wieder, es ist neblig draußen, man sieht nichts und plötzlich sieht man ein monolithisches Gebilde, ein Hornsolo, was aber erstmal leer ist, die do, do, do. Auch hier diese Demut, die Religiosität von Bruckner war ja fanatisch, man weiß das ja auch, ich war sehr oft in Linz, ich habe Gott sei Dank 5-mal das Orchester dort dirigiert. Ich war auch in St. Florian, ich war auch da, wo er gewohnt hat. Er hat nur ein Bett gehabt, ein Flügel und ein Kreuz an der Wand. Das waren die drei wichtigsten Dinge. Mehr hat er zum Leben nicht gebraucht, außer ein Bleistift und ein Notenpapier. Und das ist diese Klangwelt, die sehr religiös ist, die aber auch ihn als Mensch, er war ein sehr kleiner Mann, er war unglaublich bescheiden, er hatte null Selbstvertrauen, deswegen wurde er auch sehr oft regelrecht missbraucht von seinen Zeitgenossen. Und mit Hilfe seiner Komposition wächst er plötzlich über sich hinaus. Aber er wächst, und das verbindet auch Bach und Bruckner sehr stark, er wächst nicht über sich hinaus aus Showgehabe, sondern weil er möchte was geben, und zwar seinem Schöpfer, seinem Gott. Und wir haben auch sehr viele Passagen, wo die Musik unglaublich naiv, weiß und hell ist. Da gibt es dieses Bild, also da ist ein großer, weißer Mann mit so einem Bart und der Bruckner steht da und sagt, Schöpfer, jetzt bin ich bei dir angekommen. Das ist die jetzt in der kürzesten Form die Klangwelt von Bruckner. Dann kann ich nur sagen, wir werden ein ganz spannendes Konzert hören. Sind wir jetzt schon am Ende? Wir sind ein bisschen am Ende, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht angefangen. Ich weiß, ich würde außerordentlich gerne die nächsten 2 Stunden mit euch zusammen verbringen. Ich glaube, das wäre sehr fruchtbar und es würde keine Minute Langeweile entstehen. Aber ich würde sagen, wir hören uns das lieber dann live an. Und es gibt eine Einführung wieder. Ja. Die ist 18.45 Uhr. 18.45 Uhr in der Stadthalle in Gotha am Donnerstag. Und dort erfährt man noch ein bisschen mehr als das, was wir hier in der Kürze sagen können. Und dann 19.30 Uhr startet das Konzert in der Stadthalle in Gotha. Und ich kann nur alle einladen. Es gibt noch ein paar wenige Restkarten an der Abendkasse. Oder wenn Sie die Vorverkaufsmöglichkeiten nutzen wollen, dann tun Sie das bitte. Und dann kann ich nur sagen, ich freue mich sehr, bin sehr gespannt und sage herzlichen Dank für euer Mittun hier in der Runde. Dankeschön.